So, ich grüße. Heute wollen wir einen bauen. Unseren alten Regentflug. Ein bisschen was, 6 Tonnen schon. Das wird eben viel Mais, gell? Gemacht haben wir nicht so, das haben wir uns die Vieh abgehalten. Brauchen natürlich auch was zum Futtern. So, geht die zweite? Jawohl, die zweite geht. Die erste ist so langsam und die zweite ist fast schnell. Aber ja, geht auch. Eben, da wollen wir jetzt nachher erst drauf mistfieren, weil ich glaube, dass das besser ist, wenn auch drauf mistgeführt wird. Weil wenn du jetzt mistfährst, baust du den ganzen Schmarrn wieder rein. Und bis der Meister dazu kommt, ist er schon zu groß oder wird er jetzt ein Kimper vorher schon wieder weg. Deswegen ist drauf auf dem gebauten drauf mistfieren besser. Vor allem bei uns, wo ein bisschen aufgeladen ist, wo ein bisschen steiler ist, musst du einfach tiefer bauen, damit du den Wasen schön reinschmeißt. Deswegen musst du nachher oben drauf mistfieren, weil sonst ist der Mist tief drin. So. Hat auch wieder mal Stauden geschnitten. Hinten ist Murzer groben oben. Der Langroben. Halbwegs. Ein halbwegs groben oben. So läuft das. So. Ja, da darf man ja ohne Rücksicht auf Verluste. Jawohl. Ja, jetzt ist ca. halber, ein Dreiviertel sieben. Ja, 2 Stunden werde ich noch brauchen. Unten ist die alte Ackerfahrung. Ich muss aber weiter oben fast bis zum Fahrsilo. Bis zum Fahrsilo oben fast muss ich den Acker nicht noch. Ja, alles zusammen haben wir noch wieder fast 3 Hektar Mais. Alles zusammen. Geht dann aus draußen, wenn wir noch was an kann. Aber das kommt erst nachher, nach dem ersten Schnitt, der ca. in einer Woche ist. Eben. Und nachher kommt auf, wenn der Fleck da, wo wir jetzt bauen, zuerst geerntet und kommt dann auf den ersten Silo drauf und der eine Fleck kommt auf den zweiten Silo drauf. So haben wir den ganzen Winter durch Silomais auf beide Dings. Es gibt auf beide große Laschen drauf. Unser kleiner Traktor ist derzeit im Maislegereinsatz wieder. Eben, wir haben ein Setzgerät, ein Viereiecks. Und da passt der kleine Traktor perfekt davor. Schmale Reifen, der Abstand passt perfekt. Also ein Viereiecks Monosem und das uralt schon, aber sitzt perfekt. Der kleine Traktor, der spült sich damit. Ich glaube, ich habe sogar irgendwo ein Video drinnen. Ich werde euch das nachher irgendwo da verlinken. Gell? Wo er sechs, wenn man mehr sitzt. Aber ich werde sicher noch ein Video machen. Oder vielleicht schneide ich alles zusammen jetzt in einem Video. Sehe ich nachher. Oder sechste ist nachher. Sagen wir so. Da fahre ich jetzt mit der zweiten. Da bin ich mit der ersten gefahren, mit der ersten Schnulden. Sind die Schulden viel glatter, gell? Glänzen viel mehr. Da wirft es ein bisschen besser. So ist das. Ja, wird sicher finster werden heute. Gibt Lava dran. Macht auch nichts. Morgen in der Früh werde ich einen Hahn losgehen auf die Alm auf den kleinen Hahn. Dann nehme ich auch mit. Ich werde ein paar Aufnahmen machen.
eben von mir eine Aufsichtsherrkollegen mit. Die Aufsichtsherrkurs machen. Na los, meinst du das einmal um, was die zu sagen haben, die kleinen Hähnlein? Mit der zweiten geht schon flott dahin. Der Flug halbwegs eingestellt ist, wird die Furchen aber gerade an. Wie man jetzt sieht. Die Unterlenkerstreben, die Seitenstreben sind auch relativ mittig. Also schlafen tut er nicht so schnell. Aber ist halt auch nicht mehr der Jüngste und ich weiß nicht, wie lange wir denn noch oben bin. Ich glaube halt nicht mehr lang. Sägen wir. Sägen wir. Der Waller geht, passt eh. Den Wildocker bauen tut das immer noch. Jo, da ist unser Großbestand, ist relativ schitter heuer. Normal ist um die Zeit schon viel mehr drauf. Jetzt haben wir mal so einen richtig guten Niederschlag gehabt, wieder gestern, jetzt die letzten paar Tage. Ist schon super, ja. Das ist super, wenn die Schulden so spritzt. He? Jawohl, da geht was weiter. Was? Da will ich mal weiterfahren. Dann sehen wir uns da auf Nacht noch einmal. Weiß ich nicht, um 9 oder wann? 9 oder 10. Wer sie auch noch bauen? Jetzt ist 7. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Passt einmal. Servus. So, begrüße. Jetzt die letzten paar Tage haben wir jetzt gestern noch mal missgehört, so muss ich sagen. Oh, der Hund will auch mitfahren. Hey, das ist ein lästiger Zapfi. Schnuller, Kim, Kim! Kim, Marco, Kim! Schnell! Also gebaut haben wir, wie gesehen hab's, missgeführt haben wir. Jetzt hab's nicht gesehen, jetzt gestern krank. Da bleibt Fuchs, komm auf, halt schnell. Kim, fahr mal. Du bist ein lästiger Zapfi. Schwerfle? Passt. Und jo. Jetzt werden wir Kühle führen. Auf den frisch gebauten drauf. Eben der erste Abfall schon fertig gekriegt hat. Der zweite kommt da demnächst ein paar Minuten raus. Jo, wie das vielleicht erkennen könnt, so eine Zwillingsreifen jetzt haben montiert beim Lindner. Hätte aufgekommen. Ja. Beim Ockern und so ist schon besser, wenn man die Zwillingsreifen hat, wenn man die Aufstandsfläche einfach vergrößert. Wenn wir probieren, wie das hinhaut. Kamera wir wieder auf. So, Akku, fahren wir mit zwei. Da fahren wir mit zwei. Jo. So, wir fahren mit Probe. Weil ich will einfach die Wiese nicht aufgraben. Ist auch mitgebremst. So. Sollen wir jetzt noch einen schönen Kamot fahren? Jawohl. Das schaut schon mal nicht schlecht aus mit den Zwillingen. Super. Eben, da haben wir gestern missgeführt. Irgendwas hapert mit der Pumpen, glaube ich.
sind eingepumpt, nein, aber die Kim baut mir nicht recht Druck auf, komm mir fern. Ja, vorne ist, sag ich, ist dann zu, aber ganz elegant. Das merkt man. Ein Rucken darf man nicht zu viel anspritzen. Ein weniger Drehzahl geben. Ja, ich glaube, mit dem Zwilling, das schaut nicht schlecht aus. Das ist super. Eben der Traktor ist doch relativ schwer, weil eben alles Wasser gefüllt ist. So ist das. Meine Freunde, die Krähen sind auch wieder da, die Krähe. Aber da haben wir ein gutes Mittel. Wir hängen einfach eine hinige Krähe auf. Da gehen sie nicht so mit zum Mess. Das Beste. Da könnt ihr jetzt Beizmittel alles vergessen. Die Pflanzen holen sich ja trotzdem aus und wenn eine hinige Krau aufhängst, ist halt nichts mehr neues sauber. Dann gehen sie nicht mehr zu. Irgendein Problem ohne, die putschen wird nicht voll. Da müssen wir noch bei der Werkstatt wieder schauen. Oder ist am Ende der Schwimmer hin oder irgendwas, weiß man oft auch nicht. Sägen wir. Nein, ist der Schwimmer hin. Ah, ist das Fasel irgendwo sappert. Normal komme ich eineinhalb Längen aus. So, auch kurz vor mir in den Groben runter. Jo, ja, hilft eh nichts. Immer wieder zur Garage zu befahren, wenn wir richten. Jo, ich will jetzt weiter Gülle führen nachher. Schauen, dass ich das zu richten kriege. Weiter Gülle führen. Am Abend brauchen wir eine kleine Feier. Ich muss ja noch ein paar Sachen herrichten, Fleisch herrichten, wenn wir begrüßen. Jo, hilft eh nichts. Ah, morgen, wenn abgetrocknet ist, werden wir Ecken und Steinklauben. Und vielleicht, ganz sicher sogar, wenn morgen auch schon mal einsetzen mit dem kleinen, mit dem Steier, mit dem 948er, mit der Monosem. Zu den Ecken haben wir eine Kombination, ein Hatzenbichler. Jo. Ist eine ganz Fangruppe, also Kombi, aber mir taugt sie nicht gar so. Der Zinkenabstand ist zu eng und die Zinken sind zu kurz, da müssen wir irgendwas muss ich mir noch überlegen. Aber wird mir irgendwas einfallen einmal. Jawohl, okay. Dann weitermachen. So, zweite Fuhr. Der Behälter hinten da, der kleine Ausgleichsbehälter oder was, das ist der Plastikkugel drin. Da war voll mit Schnatz, jetzt ist der oder mit der Sotz, jetzt ist das halt einfach nicht mehr gelaufen. Ausgeputzt und jetzt geht's wieder. Man merkt, das Fasel ist jetzt voll. Eben zum Fasel an 3200 Liter oder 3400, weiß ich nicht genau, ungefähr um den Dreh. Und extra brate Rafen. Lässt sich super leicht ziehen. So läuft das hier. Wenn man jetzt noch eine Fuhr ausspritzt, jetzt bin ich neugierig, jetzt komme ich sicher weiter. Wie zuvor. Heute Nachmittag muss ich noch Wild aufteigen. Mein Schmaltier, mittlerweile habe ich noch einen Dreierpuck geschossen. Eben, und wie gesagt, am Nachmittag, am späten Abend haben wir eine Feier, wo wir begrünen werden. Und da gibt es natürlich frisches Wild. Die haben sie jetzt in der Decke eine Woche lang ohne abhängen lassen. Und die Loser sticken nachher ja immer noch ein paar Tage, zwei, drei Tage am Knochen grob zerteilt. Hört das falsch an? Am Knochen grob zerteilt abhängen noch einmal. Das wird viel besser, das wird so mürbe und mab und das ist echt gut. Ja. So, wieder der erste Gang. Eben beim Bergabfahren müssen wir immer schauen, dass eingebremst ist. Das Fasel.
Jetzt habe ich den Riesler-Wendel hinten oben gestellt, jetzt sprüht es nicht so breit, jetzt kommt mehr Gülle pro Quadratmeter raus. Eben, der Mais braucht viel Dünger. Und unser Gülle ist nicht so intensiv wie von einem Milchbetrieb oder von einem Mostbetrieb, also einem Mutterkopfbetrieb. Jetzt ist die Gülle nicht so intensiv, weniger Inhaltsstoffe. Also kann man ruhig von der Menge ein bisschen mehr raustun, ohne das, was passiert so quasi. Eben Mist habe ich, glaube ich, weiß nicht, von 3,5 Tonnen Streuer haben wir 6, 7 Futter rausgeführt. Ist auch nicht so viel. Eben, und Mist haben wir aufgebauten Firn, weil der Mist ist wichtig, dass er hier oben ist. Weil im Gelände verschwindet sonst der Mist, vorm Fliegen Mist für den Tourist, verschwindet der Mist nachher unterhalb drin. Im steilen Gelände, im steileren, muss man einfach tiefer bauen, damit er schön wirft. Dann ist der Mist einfach zu tief unten, dann hat er für einen Mais keine Wirkung. Ist auch schade drum. Ja, 170 Kubik sind in der kleinen Rahmen drin. Die losen wir immer für einen Mais nachher übrig und für den ersten Schnitt. Beim vorn ersten Schnitt wird die große ausgeführt, das sind 250 Kubik oder 270 Kubik, gehen wirklich rein, aber und die losen wir halt für den links übrig nachher. Für den ersten Schnitt die kleine Gruben, das haut noch tatlos hin. Das ist eine relativ dickere Gülle. Für unsere Verhältnisse halt dicke Gülle, muss man sagen. So, und weiter geht's. Ja, ein bisschen mehr ist wohl drin, man merkt es wohl. Die ist dann jetzt wieder gerenkt nach dem Mistfirn. 16 Liter. Da los, auf der Hub oben hat es sicher 20 Liter gerenkt, da ist ein länger gestanden der Regen. Ja, das passt. Wenn es regnet, das ist super. Jo, okay. Aha. Sehen wir uns beim Ecken. Das ist morgen, am Donnerstag, am Feiertag. Jo, passt, okay. Dann bis später. Oder bis gleich eigentlich für euch, weil ich sehe es im Video, das gleich. Ich sage bis morgen und im Endeffekt sehen wir uns gleich. Für dich. So. Heute Feiertag. Donnerstag kriegt Himmelfahrt. Heute mal richtig Himmelfahrtskommando. Mail setzen. Wohl kriegst du immer vor, das ist sicher ein Scheiß dazu. Alle. Jo, Messsetzen, der Steier 948. Ja, von Ecken habe ich leider kein Video da gemacht. War ich nichts daheim, der Vater hat das dabei gemacht. Haben wir Thomas Fangruppe, mit denen ist einmal vorgefahren. Und da haben wir noch eine Gemeinschaftsmaschine, einen Hatzenbichler, Kurzkombi. 4,50 Meter Maschine. Schon ein altes Gerät, aber geht eh relativ gut. Ja, hinten mal heute Monosäben drauf. Sitzt da mit dem Steier, weil der Abstand hier perfekt passt. Der hat die perfekte Spurbraten. Schmalreifen brauchen wir auch keine. Hinten noch die Zwilling drauf, wenn es noch breit, besser. Und mehr Aufstandsfläche. Weniger Bodenverdichtung. Ja, danach werde ich mit dem Traktor noch bolzen. Die Steine nicht wolzen und das Korn werden landrucken. Körner werden 100.000 circa gesetzt jetzt auf dem Hektar. Und die Flehe hat 1,5 Hektar. Jo, sau neugierig, wie es aufgeht. Wow.
dann tue ich mit, keine Ahnung wie viel kmh, erste schnell bis zweite langsam 540 Zapfenumdrehungen. Na, geht das schon? Eben. Mit Druckluft, so Druckluft, da ist Kompressor drauf. Mit den Zapfen erzeugten Druckluft. Und die befördert da die Kerne oben in Sitzhagerad. Und dort hat er also eine Mechanik angetrieben, die Seeräder. Die steuern das noch, wie der Abstand zwischen den Körnern. 70 cm Reinabstand haben wir. Ja. Und eben, wie ich vorher bereits erwähnt, im vorigen Teil vermisst werden, die Kühle führen, eben zuerst Mist geführt, aufgebaut und wichtig, weil da ist der Mist da oben. Und Kühle geführt haben wir da auch noch. Da wird das wohl gut wachsen. Eben Unterfußdüngung oder was gibt es bei uns nicht, weil Biobauern sind. Und wollen wir nicht, das gibt es ja nicht. Jo, so läuft es. Eben unten sechste, die Feingruppe. Der ist aber leider 2 Meter, weiß ich nicht, 20 oder was. Ich möchte aber, ich möchte den umbauen. Ich möchte die zwei alte zusammenbauen, so an 3 Meter. Da sehen wir schon mal. Spurreiser mechanisch. GPS mechanisch. Alles mechanisch. Aber dafür ist es verlost drauf. So, bei der nächsten Wende, wir schauen, ob die Sitzaggregate wohl noch frei sind. Roter fährt schon an links holen. Die Wolzen holen. Eben Wolzen, wenn wir jetzt eine Karfing-Gemeinschaft, eine kloppbare 4,5 Meter Breite, oder keine Ahnung wie breit die ist, oder 6 Meter, keine Ahnung. Wenn wir noch jetzt sehen, eine Cambridge-Wolzen. Irgendwo hat sich das schon ergeben. Staudenschneiden. Ja, will ich noch weitermachen mit Tag einmal. Schönes Klumper da. Hey! So kann man geschwind schauen, ob das Seeaggregat nicht verstopft ist oder irgendwas. Wichtig ist immer aufheben mit der Ionix. Da muss hinten offen sein, da hinten noch. Da vorne ist der Schlitz, da macht der Rüllen rein und da hinten wird es noch eingelegt. Mit dem machen wir es wieder zu. Das ist der Zustreif. Haben wir sieht, gell? Perfekt, perfekt. Legen alle. Eben. Sobald wir da fahren, da antreiben, fallen auch die Kerne raus. Da kann man die Übersetzung wechseln. Eben, jetzt haben wir da bei 15. D3, der da, außer der, da ist dritte, passt. 15 Zeilen setzen wir.
Perfekt. Ja, das läuft gut, das ist gespannt. Bei uns wird der Mais für Silomais angebaut, eben für die Rinder. Da haben wir selber häckseln, haben wir einen Anregen, Böttinger Mix K, der aber heuer fertig ist, also der ist fix und fertig. Ich habe aber einen zweiten Böttinger als Ersatzdelager und dort muss ich jetzt das Gehäuse umbauen. Beziehungsweise muss ich schauen, wie ich das machen will. Immer alles umbauen. Oder vielleicht, da gibt es ja irgendwas mit einem Zweireihen. Sehen wir. Na ja, so weiter dann. Passt. Wir haben mal zwischenbeieinander wieder einmal echt sagen, wie der Mais weiter wächst. Jetzt als nächstes kommt das Hocken, Maishocken, also der Striegeln und auch Maishocken. Jo. Ist ein bisschen mehr Arbeit im Bio-Bereich, aber er wächst da noch herum bei uns auf 800 bis 900 Höhenmeter tadellos, ohne Probleme. Niederschlag muss halt passen, das um und auf. Das ist bei uns der um und auf, der Niederschlag. Der muss eben da sein. Ja, nach dem links kommt da Rocken rein. Nach dem Mais nachher als Fruchtfolge. Und beim Rocken wieder Untersaat. Und nachher fahren wir wieder ins Dauergrünland. Also nicht ins Dauergrünland, das wird 4-5 Jahre wird dann wieder Grünland sein, der Fleck da. Und so geht's dahin. Und nachher ist wieder Mais, ja. So läuft das. Ja, okay, passt. Servus.